Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu meinem einjährigen Jubiläum. Ja, liebe Leute, das erste Video, das Erwachen des Leon, ja, ziemlich abgefuckt, aber passt schon, ist vor einem Jahr rausgekommen am 13. April 2022. Dass das jetzt schon ein Jahr her lang ist, ist schon wirklich krass. Wir haben 26 Abonnenten. Ist auch schon in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen, für die Sachen, wo ich hier auf dem Kanal bringe, vor allem diese Unregelmäßigkeit von den Videos. Aber nun gut, Leute, so ist es halt. Ja, ich habe mir für dieses Video etwas ganz Besonderes rausgesucht, nämlich habe ich euch gefragt, beziehungsweise dieses Infovideo, ob ihr Fragen stellen könnt an mich. Ist egal, ein Franchise, irgendwas sonst, auch über mich vielleicht. Und ihr habt mir fleißig Fragen gestellt, vielleicht nicht viele Leute, aber die Leute, die Fragen gestellt haben, haben mehrere Fragen gestellt und die kann ich ja dann trotzdem alle beantworten. Ja, das war's erstmal dazu und ich würde sagen, nach dem Intro geht's direkt los mit meinem FAQ. Ja, liebe Leute, ich habe mir hier die Fragen auf meinem Handy ganz fleißig abgescreenshottet und ich würde sagen, es geht direkt los mit der ersten Frage. Welcher deutsche Film gefällt dir am besten, wenn es einen gibt? Falls ja, warum ist dies dein Lieblingsfilm? Deutsche Filme finde ich persönlich immer so ein bisschen schwierig, weil ich mit diesen Filmen irgendwie nie warm werde. Aber zum Beispiel so ein Film wie Honig im Kopf oder auch Der goldene Handschuh oder natürlich auch Der Untergang sind natürlich gute Filme. Ich würde jetzt einfach aus Prinzip mal sagen, dass ich Den Untergang als besten deutschen Film empfinde, weil das halt Geschichte ist und ich mich für Geschichte extrem interessiere. Aber es gibt bestimmt noch so viele andere Filme, die ich kenne, deutsche Filme, die ich auch gut finde, aber die mir jetzt hier spontan nicht einfallen. Und es gibt auch bestimmt noch richtig gute deutsche Filme, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ja, also dazu kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen. Deutsche Filme sind aber eigentlich ganz gut, nur ich komme damit irgendwie nicht so richtig warm. Ja. Aber gut, danke für deine Frage. So, die nächste Frage. Hast du schon mal Schwarz-Weiß-Filme gesehen? Sind diese noch zeitgemäß? Kann man zum Beispiel in deiner Generation noch über Dick- und Doof-Filme lachen? Ja, Schwarz-Weiß-Filme habe ich natürlich gesehen. So ein Klassiker wie Psycho oder generell die Hitchcock-Filme sind natürlich Meisterwerke. Oder auch Marilyn Monroe-Filme. Ein paar sind ja auch in Schwarz-Weiß. Und da ich ein großer Marilyn Monroe-Fan bin, habe ich die natürlich auch gesehen. Und für mich sind die Filme trotzdem gut. Also so Filme wie Manche mögen es heiß oder wie gesagt Psycho sind geile Filme und kann ich mir in Farbe gar nicht vorstellen. Also ja, ich finde, die sind immer noch zeitgemäß. Es kommt halt drauf an, was man für ein Typ ist. Also ich glaube, dass auch viele Leute aus meiner Generation sagen, Schwarz-Weiß, hör mir auf, den Scheiß gucke ich nicht. Ja, aber ich find's geil. Wie gesagt, Schwarz-Weiß gefällt mir richtig, richtig gut. Und Dick und Doof-Filme, ich war nie wirklich ein Fan von Dick und Doof. Ich weiß zwar, was es ist. Ich konnte nie wirklich drüber lachen, aber ich denke, dass es trotzdem noch Leute da draußen gibt, die darüber lachen können. Also, ja, Dick und Doof, ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die das feiern in meiner Generation. Ich persönlich halt jetzt nicht. Aber gut, danke für die Frage. So, die nächste Frage, oder beziehungsweise Fragen, ja, hier der Robby, der hat fleißig Fragen gestellt. Ja, ganze 5 Fragen, ich werde die jetzt einfach mal, ja, beantworten. Die erste Frage, kannst du mal ein Video zu Psycho machen und Die Nacht des Jägers? Beides Klassiker in der Filmgeschichte. Die Nacht des Jägers sagt mir leider gar nichts, werde ich aber nachholen. Wenn der wirklich so krass ist, dann muss ich ihn natürlich schauen, Leute, ist ja klar. Psycho, gerade eben angesprochen, wo ist er? Da ist er. Hier die 4 Collection-Box-Gedöns von Psycho. Alle 4 Filme sind drin, die habe ich mir letztens bei Amazon bestellt. Wenn ihr wollt, Link unten in der Videobeschreibung. Und da habe ich die alle gerewatcht. Also ich kann mir vorstellen, dass ich da mal ein Video zu machen will. Psycho 1 ist sehr, sehr geil. Psycho 2 geht noch. Und ja, gut. Aber gut, ja, also kann ich mal ruhig machen. Zu der Nacht des Jägers. Mal gucken. Psycho ist noch auf meiner Liste, da ich die erst geschaut habe. Und ich musste auf jeden Fall was zu machen. Zweite Frage, was findest du besser, Remakes oder das Original? Ja, das ist so eine schwere Frage. Bei Freitag der 13. finde ich sowohl das Original als auch das Remake gut. Das harmoniert so gut miteinander. Ich muss aber sagen, zum Beispiel bei Halloween finde ich das Remake aus neuer Sicht nach dem Rewatch richtig, richtig kacke, Rob Zombie. Und finde das Original 1000-mal besser. Auch so Filme wie Psycho, absolut Krampf, ne? Das Remake ist mega scheiße, kann man sich echt nicht geben, da muss man zum Original greifen. Aber dann wieder so Filme wie Es beispielsweise, mir fallen jetzt spontan gerade nur Horrorsachen ein, aber dann so Filme wie Es, ich fand den neuen Es viel, viel besser als den alten mit Jim Carrey. Ja. Aber gut, jeder so wie er will. Dann der dritte, was fasziniert dich an Marilyn Monroe, ungewöhnlich für Leute in deinem Alter?
Ja, das ist auch eine coole Frage. Ungewöhnlich in meinem Alter, ja, keiner kennt die. Finde ich ein bisschen schade, dass die Leute, die Ikonen von damals irgendwie so ein bisschen untergehen mit der Zeit. Aber ja, gut, jeder nimmt mal halt, ja, die Zeit nimmt, holt jeden ein, Leute, ist ja klar. Was mich an Marilyn Monroe so fasziniert, dass halt einfach wirklich wunderschön war und einfach so am Anfang im Waisenhaus war und wirklich richtig, richtig unten war und dann sich einfach komplett hochgearbeitet hat und einfach zu einer Ikone wurde und auch ein Vorbild für die Frauenwelt. Also, die hat es ja wirklich gepackt, Leute. Ja, man kann es ja sehen, wie man will, ob es wirklich so gepackt hat. Das Ende war ja natürlich jetzt nicht so toll von ihr, aber naja, ne? Also das interessiert mich halt und ich finde ihre Auftritte und alles an ihr finde ich einfach total super und interessiert mich einfach. Und ich will auch irgendwann mal nach LA zu ihrem Grab oder mal an ihrem Haus vorbeilatschen. Ins Haus kann man leider nicht, da kommen die Besitzer und ballern mir eine, aber gut, das passt schon. Dann die vierte Frage: Kannst du mal ein Star Trek Serienranking machen? Ich bin ja eher der Star Wars-Fan. Aber Star Trek finde ich auch nicht schlecht, aber die neuen Serien sind der größte Scheiß. Also Strange New Worlds fand ich noch ganz gut. Picard, pfiuh, ganz unten. Vergiss den Scheiß. Ja, die anderen Serien, Next Generation oder so, Voyager, das sind alles gute Sachen. Also die kann man schon mal gucken. Ob ich da jetzt ein Video zu mache, werde ich mal sehen, ne? So, und fünftens, und deine Kritik oder Meinung zu Avatar würde mich auch sehr interessieren. Also der erste Teil ist toll und der zweite Teil ist auch toll. Also ich war im zweiten Teil im Kino, The Way of Water, und der war, der war echt Hammer, Leute. Also absolute Empfehlung in 3D. Das war, ich würde sagen, mit mein bestes Kinoerlebnis. Der war wirklich toll. Hat mir wirklich gut gefallen. Danke für die Fragen, ne? Sondern hier weitere zwei Fragen. Wie findest du Outer Banks? Outer Banks ist ja eine Serie auf Netflix. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ich habe die Serie nicht geschaut. Outer Banks ist. Ich wollte mich mal da so reinfuchsen, aber irgendwie habe ich es dann doch nie gemacht. Also, ja, keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Habe ich nie geschaut. Lieblingsfilm of all time. Also, mein absoluter Lieblingsfilm, das kann ich echt nicht sagen. Ich habe viele Filme, die ich über alles liebe und auch viel von früheren Zeiten noch mit verbinde. Keine Ahnung, Alter, Lieblingszeit of all time. Eine lange Zeit war es der König der Löwen, weil mich die Szenen und das ist alles so herzerreißend, aber jetzt nicht mehr. Ich kann mich echt nicht daran entscheiden. Also, ich finde so viele Filme geil. Ich kann dir meine Lieblingsfilmreihe sagen, falls es was hilft. Das ist meiner Meinung nach definitiv Rocky. Kann sich aber auch wieder ändern. Ich ändere meine Meinung eigentlich immer sehr schnell, aber na. Also wahrscheinlich Rocky, meine Lieblingsfilmreihe, aber der Lieblingsfilm, boah, kann ich dir nicht sagen. Aber danke für die Frage. Na? So, die nächste Frage, na, oder die nächsten Fragen auch wieder von Pentagast. Erstmal Kuss geht raus für deine Fragen. Danke, danke. Warum hast du mit YouTube angefangen? Eigentlich ganz simpel. Ich hatte früher mal einen Kanal, der hieß Schokotrink TV. Da mache ich jetzt auch wieder ein paar Videos, aber müsst ihr ruhig nicht abchecken. Da spiele ich einfach nur ein bisschen, zocke ein bisschen und alles gut. Ja, der Kanal wurde damals gehackt während eines Livestreams und das hat mir echt wehgetan, weil ich hatte 70 Abonnenten oder so, habe da Gaming und Film gemacht, also in einem. Und der Kanal war dann halt leider weg. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, versuch das wieder, aber diesmal halt mit Filmen. Und das ist halt so ein bisschen was anderes als Let's Plays oder Livestreams, die ich immer gemacht habe. Aber wenn ihr darauf Bock habt, ja, dann schreibt es in die Kommis. So, wie findest du die John Wick-Reihe? Habe ich nie gesehen. Ich habe den ersten Teil gesehen. Den fand ich so okay. Ich weiß nicht. Ich habe The Equalizer gesehen und Kill Bill und Rambo und keine Ahnung, wie viele Rachefilme. Und ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie viel ich schon davon gesehen habe, aber John Wick hat mich dann irgendwie so als letztes gar nicht mehr gepackt, weil ich halt schon zu viel in diesem Genre gesehen habe, beispielsweise auch The Punisher oder so und dann John Wick. Ich habe den halt einfach zu spät gesehen, glaube ich. Also kann ich nicht sagen, habe ich nie gesehen. Der erste Teil war ganz gut anzuschauen. Wie stehst du zum Marvel Cinematic Universe? Geil, ich finde es wirklich Hammer. Also die ersten Filme sind mega geil. Bis Endgame habe ich wirklich durchgegrindet. Ich glaube, da musste ich, weil wir in den Spider-Man No Way Home wollten, mit einem Kollegen wollten wir da rein. Und ich hatte die anderen Filme nicht geschaut. Und da musste ich innerhalb von einer Woche von Iron Man 1 bis Avengers Endgame das komplett durchgucken, damit ich nicht gespoilert werde. Und ich habe es auch fast geschafft. Ich glaube, nur Endgame und Infinity War habe ich dann nicht mehr geschaut. Die habe ich dann nachgeholt, aber das war nicht so ein großer Spoiler. No Way Home war ein wirklich nicht großer Spoiler. Und
Ja, also ich liebe das MCU, richtig, richtig geil. Alles, was nach Endgame kommt, bis auf Loki und vielleicht noch The Falcon and the Winter Soldier, ist alles kacke, meiner Meinung nach. Ob ich jetzt irgendwas vergessen habe, ich glaube wirklich nicht. Also gut, Thor ist noch ganz cool gewesen und Ant-Man habe ich mir sagen lassen, der soll richtig geil sein. Ja, aber alles, was nach Endgame kam, scheiß drauf, Alter, war nur noch Geldmacherei, sag ich euch. Also nach Endgame hätten sie können wirklich abschalten. Ich habe nicht weiter gebraucht. Aber MCU, geil. So, guckst du auch Animes? Wenn ja, was sind deine Lieblingsanime? Ja, der Anime und dann, ja. Also Animes habe ich gar nicht geschaut. Ich bin in Animes gar nicht drin. Das habe ich aber, glaube ich, in meinem ersten Video gesagt. Aber ist klar, dass ihr das nicht wisst, also wenn ihr nicht jeder meine Videos schaut, aber das ist wirklich Animes, ich werde damit nicht warm, ich werde damit einfach nicht warm. Animes gefällt mir gar nicht. Ich habe letztens mal Hero Academia angefangen, weil meine Schwester mich damit genervt hat, ich soll es gucken, habe jetzt mit ihr geschaut, ich glaube bis zur zweiten Staffel und habe dann Kopfschmerzen bekommen, ich kann das mir nicht ansehen. Nichts gegen Leute, die Animes schauen und ich glaube auch, dass das richtig geil ist. Aber halt für euch, ne? Für euch ist das richtig geil, für mich. Ist es nicht meins, ist es einfach nicht meins. Was ist der traurigste Film, den du bisher gesehen hast und oder hast du bei einem Film schon mal geweint? Bei einem Film habe ich auf jeden Fall geweint, als Kind natürlich auch und jetzt auch als Teenager, aber also ich werde schon ziemlich emotional bei Filmen. Ich weiß gar nicht, welcher Film das wirklich, also keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Also bei Titanic am Ende, muss ich leider sagen, Leute, kommen mir immer die Tränen so ein bisschen. War ich letztens im Kino in der 4K Remastered Version. Wartet mal kurz. Zack, war ich in der 4K Remastered Version. Ja, hier so ein paar Postkarten bekommen. Ist ganz ordentlich. Und ja, bei Titanic muss ich am Ende immer eigentlich so weinen, beziehungsweise nicht weinen, da kommen mir immer die Tränen. Also jetzt so richtig heulen war auch schon mal, glaube ich, in einem Film. Ich bin da sehr sensibel. Ich bin zu sensibel. Gruppenstress. Welcher Film, Leute, haben die Comics? Ja, aber ich weiß jetzt nicht. Der traurigste Film will ich dann auch einfach mit Titanic gehen. Es gibt bestimmt noch viel traurigere Filme. Ich habe die auch gesehen, aber mir fallen jetzt gerade spontan wirklich keine ein. Sorry, aber ja, das würde ich erstmal dazu sagen. Okay, was ist für dich ein schlechter Film und woran machst du das fest? Es sind sehr, sehr krasse Fragen und die muss ich auch wirklich, da muss ich ein bisschen ausholen. Also, ein schlechter Film, wie definiert man das? Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich habe zum Beispiel letztens gesehen den Film 65, ja, mit Adam Driver, der im Kino läuft, mit den Dinosauriern und so. Die Idee des Films war echt gut, ja, dass das Außerirdische 65 Millionen Jahre vor uns auf der Erde landen und da halt überall die Dinos sind. Geile Story, geile Idee, aber sie haben es scheiße umgesetzt. Man hätte mehr können draus machen. War nicht so ein guter Film, wie ich es mir erhofft habe. Ein richtiger Scheißfilm sind meiner Meinung nach die Twilight-Filme, aber die sind dann auch wieder so scheiße, dass ich sie gut finde und sie trotzdem gucke. Ich habe sie damals immer mit meiner Mutter geguckt, weil die absoluter Fan von der Scheiße ist. Und ich habe da immer daneben gesetzt und habe mich totgelacht, ne? Es ist so geil irgendwie. Also die Filme sind so scheiße, dass sie auch wieder gut sind. Aber ja, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, woran jetzt mal ein richtig scheiß Film. Hatte auch letztens irgendeinen scheiß Film gesehen mit Christian Bale und der Typ aus Zombieland. Ich weiß gerade nicht, wie der Film heißt. Den blende ich mal hier ein, falls ich ihn gefunden habe. Falls nicht, sorry. Ja, der war absolut scheiße. Gute Schauspieler, aber der war richtig schlecht. Der hat sich so gezogen. Also auf jeden Fall, wenn die Story kacke ist, wenn der Film sich zieht, wenn vielleicht gesagt wird, jetzt geht's ab und dann passiert doch nichts und es zieht sich ewig und Charaktere über Charaktere und du blickst gar nicht mehr durch. Oder wenn ein einzelner Film, keine Filmreihe, auf einmal in diesem einzelnen Film, dann bekommst du Flashbacks von seiner Familie oder so und du weißt gar nicht, wer ist das und so, weil das halt nur ein Film ist. Und daran mache ich einen schlechten Film fest, auf jeden Fall, absoluter Kabbes. Gibt es einen Film, den du dir niemals angucken würdest? Niemals wieder anschauen. Also, es gibt bestimmt Filme, die ich absolut scheiße finde. Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ne? Wie gesagt, die Twilight-Filme sind mega kacke, aber den schaue ich mir bestimmt irgendwann mal wieder an, weil sie einfach lustig sind. Nee, ein richtiger Scheißfilm. Ah, ha, gut, Leute, da habe ich einen guten Film. Ah, scheiß auf die DVDs, mach's gleich weg. Hier, der Ripper Untold, Alter, das ist ein Scheißfilm, Alter. Das ist ein richtiger Kackfilm, jetzt habe ich ihn. So, gut, okay, was war dein erster Film, den du im Kino gesehen hast? Das weiß ich noch ganz genau, das war mit meinem Papa.
Da war ich allein mit meinem Papa im Kino in 3D, Der König der Löwen, das Original. Wie der damals gelaufen ist, ich glaube, da war ich 7, 8, keine Ahnung, kann ich euch nicht mehr sagen. Aber das war mein erster Film, also Der König der Löwen in 3D. So, bei einem Kampf auf Leben und Tod, wer würde deiner Meinung nach gewinnen, Ethan Hunt oder James Bond? Eine Joke-Frage für zwischendurch. Ja, keine Ahnung, wer Ethan Hunt ist. Vielleicht werden mich jetzt Leute aufs Maul hauen. James Bond bin ich auch nicht so ein Fan von, aber ich würde einfach mal sagen, James Bond. War ja eh nur eine Joker-Frage. Und wie bist du überhaupt auf das Thema Film gekommen? Also das ist irgendwie eine Frage, die schon geil ist, aber irgendwie auch nicht, weil ich glaube, jeder war schon mal irgendwie in Verbindung mit Filmen. Und ich habe schon seit Anfang an Filmen geschaut. Ich kann euch vielleicht sagen, wie ich so ein Filmfreak geworden bin. Früher in meiner alten Wohnung, da waren auch meine Mutter mit meinem Vater zusammen. Schreckliche Zeiten. Nee. Und da waren wir unten in der alten Wohnung. Und ich wusste, ich wollte immer Horrorfilme schauen. Oder auch generell irgendwelche Filme, Der Weiße Hai oder irgendwas. Und meine Mutter hat immer gesagt, nee, den Scheiß guckst du nicht, ne? Und da habe ich immer, abends habe ich mich hingelegt und habe so gemacht, als würde ich einpennen. Dann hat sich meine Mutter auch hingelegt und hat auch geschlafen so. Und dann bin ich immer zu meinem Vater hoch und mit dem habe ich dann immer Filme geschaut. Also der Weiße Hai oder irgendwelche Horrorfilme. In jungen Jahren, der hat mir das dann gezeigt. Auf jeden Fall, Kuss geht raus. Ja, so bin ich zu diesem Film, also durch meinen Vater, ja. Ja, das war's auch schon mit den Fragen von Pentagast. Danke auf jeden Fall für deine Fragen. So, Leute, kommen wir auch schon zu der allerletzten Frage. Erstmal danke an alle Leute, die Fragen gestellt haben. Und ich finde, das Video ist auch ganz angenehm von der Länge her. Und die letzte Frage ist Meinung zu Jurassic Park. Eine sehr kurze Frage, die ich auch ganz kurz beantworten kann. Jurassic Park ist hammergeil. Ich finde die, naja, fast alle gut. Also der zweite Jurassic World und Jurassic World Dominion ist absoluter Scheißdreck. Aber alles davor ist mega geil und ich bin ein absoluter Fan von. Wirklich, ich liebe Jurassic Park und das ganze Franchise. Gut, Leute, das war's mit meinem FAQ, mit meinem Spezialvideo zu meinem ersten Jubiläum, zu meinem Einjährigen. Ob ich sowas wieder zum Zweijährigen machen werde, mal gucken, weiß ich nicht. Vielleicht lasse ich mir da was anderes einfallen, aber erstmal, Leute, danke für dieses eine Jahr. Wir sind eigentlich ganz gut vorangekommen für meine Verhältnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand sehr cool, dass ihr Fragen gestellt habt, dass dieses Video überhaupt zustande gekommen ist. Und vielen Dank, ihr seid auch daran beteiligt, dass dieses Video rausgekommen ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Ciao, ciao.